Guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht um Ihr Gehirn. Zunächst mal werden Sie glauben, nö, es geht nicht um mein Gehirn. Das ist doch was da draußen, wenn wir uns heute nämlich mit dem Mond beschäftigen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass der Mond unterschiedlich groß ist? Ich meine jetzt nicht, dass es abnehmend und einen zunehmenden Mond gibt. Nein, ich rede vom, sagen wir, vom Vollmond. Oder vom ziemlich vollen Mond. Wenn der ganz oben am Himmel steht, sieht er relativ klein aus. Wenn der aber so kurz vorm Untergehen ist oder gerade am Aufgehen, boah, da kommt so ein dickes, fettes Ding am Horizont uns entgegen. Das heißt, dann sieht er viel größer aus. Hier habe ich auf der Insel Hiddensee mal den Mond fotografiert, ganz schön, ganz klein da oben. Ja, und wenn man jetzt den Mond, wenn der dann runtergeht langsam, dann hat man das Gefühl, ja, der wird viel größer. Man könnte es aber ja mal fotografieren. Ja, denn man, das, der Effekt, wenn Sie sich mal daran erinnern, der ist so groß, da denkt man, muss ich doch meine Kamera zücken, muss das fotografieren. Wenn man es aber fotografiert, dann ist der Mond überhaupt nicht größer. Der ist genauso groß. Nun hat man lange Zeit nicht fotografieren können, deswegen hat man lange Zeit auch nicht so ganz gewusst, was ist da eigentlich los. Wenn man aber jetzt mal auf dem nächsten Bild, dann sieht man das schön. Also es ist nicht ganz so doll, der Effekt, aber er ist ziemlich sozusagen subjektiv verrückt. Ich habe ihn hier einfach mal erzeugt, indem ich den Mond groß gemacht habe und da hinten hin geklatscht. Man sieht übrigens, dass das Bild nachgemacht ist, denn hier sind Wolken und der Mond ist nicht vor den Wolken, sondern normalerweise ja dahinter. So fällt es einem also oft auf. Ja. Und das geht nicht nur Ihnen so und mir so, das ging auch immer schon ganz vielen Leuten so. Zum Beispiel Leute, die Bilder gemalt haben. Auf dem nächsten Bild sieht man das ganz schön. Ja, ein japanisches Bild, der Mond wie so eine kleine Lampe hängt da oben und ist ziemlich groß. Ja. Noch ein Bildchen, wieder ein japanisches, da ist der Mond. Wenn man den Mond jetzt mal einfach klein macht, wie er eigentlich vernünftig wäre, dann sieht er ganz unscheinbar aus. Und irgendwie ist der Witz und die ganze Stimmung von dem Bild weg. Ja. Genau deswegen ist es, haben die Künstler eben auch gemerkt, hier, ich muss den untergehenden Mond, den aufgehenden Mond, den muss ich groß malen, damit es so ist, wie mein Eindruck auch von dem ist. Ja. Auf dem nächsten Bildchen sieht man, was sich Menschen darüber überlegt haben. Die haben nämlich gedacht, naja, wenn der Mond am Horizont ist, dann gucke ich ja irgendwie weiter zum Mond, als wenn der direkt da oben ist. Daraus würde aber eigentlich folgen, dass der Mond noch kleiner werden müsste am Horizont. Andererseits ist das ja bloß ein Erdradius. Und bei der Entfernung des Mondes von im Durchschnitt so 384.000 Kilometer, das sind nebenbei 350 bis über 400. Also da schwankt es um über 50.000 Kilometer. Und der Erdradius, sind nur ein paar tausend Kilometer. Insofern sieht man schon, das kann gar nicht sein. Erstens wäre der Effekt umgekehrt. Und zweitens wäre er vernachlässigbar klein, im Gegensatz zu dem, was durch die nicht ganz kreisrunde Mondumlaufbahn sowieso passiert. Das ist also auf jeden Fall falsch. Das ist keine Erklärung für die Mondtäuschung. Die Frage ist, was ist es denn an der Mondtäuschung? Was macht das? Ja. Ganz wichtig zunächst mal die Einsicht, und die kam erst mit der Fotografiererei. Das ist gar nicht da draußen. Das sind wir. Die Frage, die sich aber dann sofort stellt, ja, was machen wir denn in unserem Kopf mit dem Mond? Warum machen wir den mal groß und mal klein? Ja. Physiker haben zwischendurch noch eingewandt, nein, das liegt an der Erdatmosphäre, die bricht die Lichtstrahlen. Und durch die Lichtbrechung wird der Mond größer, aber unter uns, dann wäre es ja wieder so, dass man es fotografieren könnte. Nebenbei bei der Sonne auch. Auf die trifft nebenbei die Mondillusion auch zu. Warum heißt sie nebenbei Mondillusion? Ganz einfach. Wenn die Sonne hoch steht, können Sie nicht gut reingucken. Beim Mond schon. Aber Sie wissen auch, Sonnenuntergang, ja, so ein Knaller kommt da immer runter. Und wenn die Sonne da oben ist, so groß ist die da nicht. Also das trifft genauso für die Sonne zu wie für den Mond. Mittlerweile haben die Leute sogar große Scheiben an den Himmel gehängt und haben sie über den Horizont gehängt und irgendwo anders hin. Also ganz hoch, ganz groß, und dann, wenn man die anleuchtet, dann hat man den Effekt auch. Die Frage ist, warum? Was macht in unseren Köpfen die Mondillusion? Lange Zeit hat man sich sehr kontrovers darüber Gedanken gemacht, so vor 150 Jahren hat man sich richtig die Köpfe eingeschlagen, weil es wurde immer klarer, wir verstehen es eigentlich gar nicht. Und trotzdem unterliegt jeder diesem Effekt. Nun, was wissen wir denn, wie unsere Wahrnehmung funktioniert? Unsere Wahrnehmung, die nimmt immer im Grunde genommen unsere gesamte Erfahrung mit. Also ich gucke nicht irgendwo hin und sehe damit zum ersten Mal irgendwas, sondern ich habe schon ganz viel gesehen. Aber nicht nur das. Ich weiß auch ganz viel über die Welt.
und mein Weltwissen und das, was ich sehe, das versuche ich zueinander zu bringen. Und dann muss es passen. Wenn es nicht passt nebenbei, geht das so weit, dass es mir schlecht wird. Das ist der Effekt, wenn Ihr Gleichgewichtsorgan und Ihre Augen unterschiedliche Informationen liefern. Zum Beispiel auf dem Jahrmarkt in einem dieser furchtbaren Geräte, die dafür gebaut sind, dass den Leuten schlecht wird. Genau da liefern die Augen was anderes als die Bogengänge der Innenohren und was wird es ihnen so richtig schlecht. Und zwar vor allem auch den Menschen, die gewohnt sind, die Dinge zusammenzubringen. Wer eher alles einfach immer stehen lässt, gar nicht viel nachdenkt, und dem wird es weniger schlecht. Insofern haben Professoren auf Jahrmärkten schlechte Karten und nichts verloren, denn es wird ihnen erst recht schlecht. Und kleine Kinder, die finden das toll, wenn mal richtig Stimulation herrscht und die denken nicht über alles groß nach und deswegen wird es ihnen nicht so leicht schlecht. Auch das kennt man. Unser Gehirn versucht sich also einen Reim auf die Welt zu machen und mit allem, was wir neu sehen, versucht es sofort wieder einen neuen Reim sich auf die Welt zu machen und benutzt auch alles, was es über die Welt weiß, sofort, um das, was da jetzt ist, zu überformen. Sehr viele Täuschungen beruhen darauf. Wir sehen Linien hinten zusammengehen und wir können gar nicht sehen, dass die immer weiter parallel sind, weil es uns eben so erscheint. Wir haben also ganz viel Erfahrung immer schon dabei, wenn wir etwas sehen. Und deswegen sehen wir auch manchmal Gesichter in den Wolken. Nicht, weil die Wolken Gesichter haben, sondern weil wir ganz viele Gesichter sehen. Und genau deswegen unser Gesichterdetektor immer sozusagen am Arbeiten ist. Und wenn nur irgendetwas mal halbwegs so aussieht wie ein Gesicht, schwupp, sehen wir da ein Gesicht. Das Interessante ist, wir können gar nicht anders. Das ist das erste ganz Wichtige, weswegen diese Täuschungen auch so unglaublich frappant funktionieren. Weil unser Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert, können wir nicht sagen, also pass mal auf, das ist hier eigentlich ganz anders. Unser Gehirn arbeitet, es arbeitet modular, hat Detektoren für Gesichter, für Linien, für bestimmte Umrisse, für Sachen, hat ein Wissen über die Welt, benutzt immer alles gleichzeitig. Und genau weil das so ist, haben wir normalerweise eine Wahrnehmung, da passen die Dinge, die Welt stürzt nicht dauernd ein, die Welt macht nicht dauernd verrückte Sachen, obgleich unsere Sinnesorgane das zum Beispiel tun. Jedes Mal, wenn ich meine Augen bewege, zum Beispiel, bewegt sich mein Netzhautbild. Eigentlich müsste es also so sein wie bei einem schlechten Videofilm. Mir müsste es beim Zugucken einfach so in die Welt, beim in die Welt reingucken, müsste es mir auch schlecht werden, ja? Weil da dauernd alles wackelt. Interessanterweise gucke ich aber so umher, ja? Jetzt gucke ich wieder in die Kamera und das ganze Studio hat kein bisschen gewackelt. Wie kommt das? Ganz einfach, weil ich habe auch ein Weltwissen, das mir da sagt, normalerweise wackelt die Welt nicht. Und Studios, die drehen sich nicht mal eben schnell 360 oder 180 Grad um mich rum, sondern sind aus ziemlich festem Material und deswegen sind sie fest. Das weiß ich. Und dann ist noch was. Meine Augen haben eine ganz clevere Einrichtung. Immer dann, wenn die sich bewegen, dann sehe ich nichts mehr. Das können Sie selber ausprobieren. Das haben wir auch schon mal gemacht. Aber ich sage es noch mal, weil es so nett ist und wer da die Sendung vor 100 Jahren verpasst hat. Sie stellen sich vor einen Spiegel, gucken sich abwechselnd ins linke und rechte Auge. Und was sehen Sie? Nichts. Ein anderer, der sich vor den Spiegel neben Sie stellt, Ihre Augen im Spiegel betrachtet, der sieht, dass die hin und her gehen. Schön hin und her. So gehen Sie ja auch, denn Sie gucken sich abwechselnd ins linke und rechte Auge. Aber Sie selber sehen es nicht. Warum? Weil Ihr Sehapparat, also die ganze, ich sag mal, Hardware, die das Sehen verarbeitet und mit guter Software programmiert ist, was macht die? Immer dann, wenn Ihre Augäpfel sich bewegen, schaltet die kurzes Bild ab. Und das geht so schnell und Sie lassen einfach das letzte Bild stehen, dass es nicht schwarz wird und dann kommt wieder was, sondern es geht einfach nur schnell und Ihre Augen sind sowieso ziemlich langsam. Deswegen funktioniert ja auch Fernsehen, weil wir haben da ein paar 20 oder sowas Bilder pro Sekunde und mehr brauchen wir gar nicht, weil die suggerieren schon, dass eine Bewegung ist. Wenn also das Bild, was von hier vom Auge ins Hirn reingeht, für weniger als 50 Millisekunden, also für weniger als eine 20. Sekunde kurz abgeschaltet wird, merken wir das nicht. So wenig, wie wir im Kino merken, dass es nur Standbilder sind und so wenig, wie wir das im Fernsehen merken. Und genauso funktioniert es. Das Hirn schaltet kurz auf Bildstörung, ohne ein Bildstörungsbild einzublenden, sondern es hält einfach das letzte fest, dann kommt das nächste und die Bewegung, weg ist sie. Man kann das experimentell finden, wenn ich irgendwas zeige, genau dann, wenn sich die Augen bewegen, sehe ich es nicht. Hat man natürlich gemacht und man kann damit schön zeigen, dass das Gehirn aktiv visuellen Input unterdrückt,
wenn sich die Augen bewegen. Warum nochmal macht es das? Weil wir nicht dauernd die Welt zusammenstürzen sehen wollen. Und das wäre sehr unpraktisch, wenn unser Sehsystem so funktionieren würde. Und wir können eben die Hypothese haben, normalerweise wackelt da draußen nichts. Erdbeben sind die Ausnahmen und die sind ja auch sehr unangenehm, aber Gott sei Dank auch sehr selten. Ja, zurück zur Mondtäuschung. Wie geht das denn? Zunächst einmal, wenn wir uns irgendwas betrachten, hängt es davon ab, wie weit das Ding weg ist, ja, wie groß es uns erscheint. Je weiter es weg ist, desto kleiner ist es und dann muss es schon ziemlich groß sein, damit es auch wieder groß aussieht. Und für eine bestimmte Entfernung, ja, wenn man mal eine Entfernung festhält, ja, dann sieht eben irgendeine Sache, die wir schon kennen, ja, und die wir sozusagen auf die Sache hinein projizieren, entsprechend aus. Also Beispiel, wenn jetzt vor dem Kasten so ein kleiner Mensch rumlaufen würde, ja, dann würde ich mich schon sehr wundern. Ja. Wenn aber hinter der Säule ein Mensch mit dem gleichen Sehwinkel von mir hervorkommt, wundert mich gar nicht, weil der Sehwinkel, unter dem mir der Mensch erscheint, ist halt einfach so, wie er ist. Und hinter der Säule, ich schließe, der ist, muss weiter weg sein und dann habe ich damit kein Problem. Der Mond ist riesengroß. Man hat ihn aber hierhin gemalt auf dem Bild. Warum? Wenn man ihn so groß malen wollte, wie er wirklich ist, wäre das natürlich riesengroß und man müsste ihn 380.000 Kilometer wegmalen, damit das irgendwie sozusagen im Maßstab wäre. Ja. Wenn es nun aber so ist, dass die Entfernung einerseits und die Größe von uns in Beziehung gesetzt wird, ja, was ist denn dann los, wenn die Entfernung kleiner ist oder größer? Und ich eine Sache immer gleich groß sehe. Wenn sie gleich groß ist und die Entfernung ist kleiner, also ich weiß, der muss näher ran sein, was muss da sein? Dann ist das Ding klein. Wenn die Entfernung groß ist und es ist genauso groß, ich weiß aber, es ist weiter weg, dann muss es ja richtig groß sein, weil ich weiß, es ist weiter weg. Und jetzt kommt Folgendes. Wenn man sich mal überlegt, Sie stehen unterm Sternenhimmel, auf dem nächsten Bild sieht man das, ja, und Sie gucken nach oben. Eigentlich geht es da ja immer weiter, ja, aber Ihr Eindruck, man spricht ja oft von der Himmelskuppel oder von der Himmelskugel, Ihr Seheindruck ist aber nicht der, dass Sie in der Mitte einer Kugel stehen. Das Firmament ist abgeflacht. Es ist nicht so, wie man es hier sieht, es ist so rein so, wie es erfahren wird, wie man es hier sieht. Das ist einfach unsere Erfahrung, wenn wir an den Himmel schauen, unser Firmament erscheint uns abgeflacht. Mehr braucht man eigentlich nicht für die Mondtäuschung. Warum? Der ist hier näher und hier ist er weiter weg. Die Scheibe ist aber immer gleich groß. Und eine Scheibe, die näher an uns dran ist, die gleich groß ist wie eine Scheibe, die weiter von uns weg ist, ja, die erscheint kleiner, wenn sie näher an uns dran ist, wenn wir meinen, sie ist näher an uns dran, und sie erscheint größer, wenn sie weiter von uns weg ist. Noch einmal, weil wir also erstens mal mit unserem Verstand und mit unserem Weltwissen sehen und nicht bloß mit den Augen, weil wir ganz viel in das Gesehene immer schon reintun und weil wir unter anderem die Erfahrung reintun, wir sind unter dem Himmelszelt und das Himmelszelt ist keine Halbkugel, sondern es ist eine abgeplattete Halbkugel. Und weil wir dann die Mondscheibe vom Sehwinkel her immer gleich groß sehen, egal ob die oben ist oder unten, und weil wir die Scheibe, die abgeplattete, ja, das abgeplattete Himmelszelt mit dieser Mondscheibe in Beziehung setzen, genau deswegen erscheint uns der Mond am Horizont größer als da oben, obgleich er fotografisch nicht größer ist. Die Mondtäuschung ist ein schönes Beispiel dafür, wie komplex unser Sehvorgang ist und was wir alles tun, wenn wir sehen. Da fallen nicht einfach nur die Pixel in unser Gehirn und werden da fotografiert. Sehen ist ein unglaublich komplizierter und vor allem auch ein unglaublich kreativer Informationsverarbeitungsprozess, mit dem wir aktiv die Welt erkennen.